Die Frage nach ökologischen Dämmstoffen wird uns in der Beratung immer häufiger gestellt. Nicht ganz einfach und nicht ganz allgemein zu beantworten, insofern als so manches vermeintlich ökologische Material unter Umständen mit zum Beispiel Bindefasern, mit anderen, mit Kunststoffmaterialien so weit versetzt ist und werden muss, damit die mechanischen Eigenschaften auch entsprechend sind, dass es als Dämmstoff eingesetzt werden kann, dass die Ökologie darunter auch wieder so weit leiden kann, vielleicht ist dieses Material dann sogar schlechter, als man hätte von vornherein ein Kunststoffsystem genommen. Aber eine Aussage ist, glaube ich, wichtig, allgemein, auch ein schlechter Dämmstoff ist insgesamt in der Ökobilanz positiv zu bewerten, weil dadurch die Energieeinsparung am Gebäude so hoch ist, dass sich das ökologisch und energetisch auf jeden Fall amortisiert. Die Frage nach den typischen Dämmstärken in der Energieberatung ist relativ leicht zu beantworten. Es hat sich sehr stark entwickelt die letzten Jahre. Wir haben derzeit, nehmen wir als Beispiel die Außenwandsanierung her, Dämmstärken von ca. 16 bis 20 cm, die üblicherweise gemacht werden, um auch einen zeitgemäßen Dämmstandard dann erreichen zu können. Bei Fenstern, beim Fenstertausch ist es energetisch insofern auch noch ein bisschen schwieriger, die Dämmstärken. Muss man aufpassen, es gibt das Glas und es gibt den Rahmen. Bei guten neuen Fenstern ist die Schwachstelle nicht mehr das Glas, was viele meinen, sondern die Schwachstelle ist die Rahmenkonstruktion. Das heißt, dort muss man unbedingt darauf achten, einen gut hochgedämmten Rahmen auch zum Einsatz zu bringen. In der Berechnung, sowohl im Energieberatungsprotokoll als auch in jedem Energieausweis, wird dann der Gesamtfensterwert errechnet und richtig bilanziert. Ja, der Begriff der thermischen Sanierung meint das Dämmen der Bauteile im Gebäude rundherum, also Außenwand, oberste Geschossdecke, Kellerdecke und auch die Verbesserung der Fenster, der sogenannten transparenten Bauteile. Wenn man das in der Summe betrachtet, sind Einsparungen von 50% sehr, sehr häufig anzutreffen und oft auch sogar noch deutlich darüber, können durchaus auch 2/3 Energieeinsparung zum bestehenden Energieverbrauch sein.